Hi, ich bin Sascha und ich zeige euch heute den AluFrame Assistant. Dafür habe ich schon eine kleine Baugruppe vorbereitet. Und als erstes starten wir jetzt die Profilfunktion und können dann einfach durch Anklicken einer Linie entsprechenden Profil platzieren. Hier sehen wir schon die Vorschau. Und wenn wir dann entsprechend ein Profil aus der Datenbank auswählen, ändert sich dann auch entsprechend die Vorschau zur neuen Größe. Und platziere ich direkt das zweite Profil mal hinten dran. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, mehrere Profile gleichzeitig zu platzieren. Und wenn wir jetzt die Größe ändern, sehen wir, dass sich auch die Größe für alle ausgewählten Profile gleichermaßen ändert. Zusätzlich können wir jetzt die Profile noch mit Offsets platzieren. Das heißt, wir können das Ganze auch nach unten verschieben, alternativ dazu auch noch nach links und nach rechts. Zusätzlich zum geometrischen Offset haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze an den Nuten und an den Kanälen der Profile auszurichten. Als nächstes bearbeiten wir die Profile jetzt mit Schnitten, um sie später für die Verbindungen vorzubereiten. Dazu klicken wir einfach nacheinander die beiden Profile an, die wir verschneiden wollen, und können das Ganze akzeptieren. Natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, zwei Profile oder mehr Profile gleichzeitig auszuwählen und die entsprechend miteinander zu verschneiden. So, bis hierhin war das Ganze schon mal ziemlich einfach und schnell. Jetzt geht's weiter mit den Verbindungen. Um eine Stoßverbindung einzufügen, öffnen wir einfach die entsprechende Funktion und müssen wieder die beiden beteiligten Profile auswählen, um die entsprechende Position zu bestimmen. Danach können wir aus einer Liste die verfügbaren Verbindungen benutzen und können dann entsprechend das Ganze bestätigen. Und schon haben wir die erste Verbindung eingefügt. Wenn wir das Ganze hier an der Stelle nochmal machen, haben wir auch die Möglichkeit, aus allen verfügbaren Verbindungen mehrere gleichzeitig auszuwählen und diese gleichzeitig zu platzieren. Das ist ziemlich geil. Das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal auf der anderen Seite und dann sind wir mit den T-Verbindern schon fertig. Um das Ganze zu vervollständigen, benutzen wir jetzt noch unsere Endkappenfunktion, um entsprechend einen Fuß und eine Endkappe zu platzieren. Fangen wir an mit der Endkappe. Dazu müssen wir entsprechend jetzt nur ein Profil auswählen und müssen dann entsprechend, wie vorher auch, aus den verfügbaren Endkappen auswählen und bestätigen. An der Unterseite benutzen wir jetzt, das ist hier auch möglich, eine Variante, wo wir mehrere Bauteile inklusive eines Schnitts angelernt haben, um einen ganzen Fuß einzufügen. Das spart Arbeit, ist also ziemlich genial. So, jetzt sind wir mit unserer kleinen Konstruktion schon fertig. Und danach, im Anschluss, können wir uns jetzt darum kümmern, dass wir dem ganzen Positionsnummern zuweisen und eine Zeichnung machen. Als erstes können wir über die Taskleiste unsere Positionsnummern der Konstruktion zurücksetzen oder neu zuweisen. Darunter werden dann alle Profile mit entsprechenden Nummern aufgezeigt. Im nächsten Schritt nutze ich unsere Exportfunktion, um eine Stückliste für unsere Konstruktion in einer Excel-Tabelle zu erstellen. Dazu können wir aus verschiedenen Vorlagen auswählen und wenn wir das Ganze bestätigen, bekommen wir in unserem Konstruktionsordner direkt unsere Liste. Ich mache sie einmal auf, dann können wir uns die kurz anschauen. Hier haben wir unsere Liste. Ziemlich simpel. Als nächstes nutze ich jetzt die Standardfunktion von SOLIDWORKS, um meine Zeichnung zu erstellen. Nichts Neues. Ich setze einfach ein paar Ansichten, die ich benötige. Natürlich können wir hier auf der Zeichnung auch eine Stückliste einfügen. Dazu verwende ich eine speziell angelegte Vorlage. Zack. Da haben wir unsere Zeichnung inklusive Stückliste. Weitere Informationen können natürlich beliebig ergänzt werden. So, zurück in der Baugruppe habe ich noch eine geniale Sache für euch. Was passiert,
wenn wir unsere Konstruktion ändern müssen? Ganz einfach. Wir gehen einfach wieder zurück in unsere Skizze und können dann entsprechend die Maße ändern. Nachdem wir die Maße geändert haben, müssen wir einfach nur die Update-Funktion vom AluFrame Assistant aktivieren und schon startet die Neuberechnung für alle Profile und alle Verbinder. So schnell haben wir unsere komplett aktualisierte Baugruppe. Das war die kurze Demo vom AluFrame Assistant. Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann schaut einfach auf unserer Homepage vorbei.